Hausbau in Speckgürtel. Ach, hören Sie mir auf von Kartoffelchips. Sie haben ja keine Ahnung von Kartoffelchips. Sie sind doch aus dem Osten, da gab's nur Flips. Flips kennen Sie doch, Erdnussflips. Aber Kartoffelchips kennen Sie nicht. Wir hatten ja auch Flips. Flips Asmus, na. Was wollen Sie? Nee, nee, der hieß nicht Flips, der hieß Flips. Er kennt mir aus, Flips Asmus, nicht Flips Asmussen. Sie haben ja keine Ahnung, Sie Knalltüte. Wo kommen Sie genau her? Aus Dresden? Wo soll denn das sein? So, jetzt hier Zement rein? Nicht gleich den ganzen Sack, ist die für die Ewigkeit. Haben Sie eigentlich eine Frau? Ist die auch aus Dresden? Kann man da mal rüber? Ich meine, die muss ja nie reden. Gibt es auch Likörchen denn? Schlampe halb und halb. Lustig, war Schlampe halb und halb statt Mampe halb und halb. Das ist der feine Berliner Witz, da zuckt Ihnen die Rosette, wenn Sie sowas hören. So ein Fätzchen Humor haben Sie in Dresden nicht. Wo ist denn überhaupt Dresden? Nordosten, Südosten? Kennen wir ja sonst gut aus in Erdkunde, aber Dresden nie gehört. Gibt's da auch Hunde? Bei uns gibt's ja Hunde. Auch in Moabit. Bellt so ein Hund da in Dresden eigentlich auch wie Sie reden? Mit dem Wasser müssen Sie jetzt wieder nicht ganz so sparsam sein. Machen Sie ruhig noch eins wie einmal rin. Ist schließlich für das Fundament, da muss der Kalk schwimmen. Wir haben ja auch einen Hund gehabt, mal Ernie hieß der. Der sah haargenau aus wie eine Bockwurst mit Beine. Und geil wie Huperts war, der sah ich ihn immer ruf, egal ob Dogge, Kaninchen oder Cocker Spaniel. Nachdem wir Ernie ein halbes Jahr gehabt haben, sind ungelogen in ganz Moabit überall kleine Bockwürste rumgelaufen. Das war ein Anblick. Tja, aber dann ist er in der Rolltreppe geraten bei Karstadt. Haben wir ja nie erst gewartet, wie er auf andere Seite wieder rausgekommen ist. Wollten wir uns nie antun. Nee, wir machen das nicht so tief hier. Ist eh Kiesboden, da sackt das Fundament doch sowieso ab. Ist letztendlich wie Treibsand, nur langsamer. Apropos Flips Asmus, da fällt mir ein. Schwips Asmus haben wir immer genannt, den Flips. Nee, jetzt hören Sie aber auf, der hieß nie Flips, der hieß Schlips. Sie machen mir ganz Kirre mit Ihrer Klugscheißerei. Flips Asmus, verdammt nochmal, Sie Knalltüte. Wie kann sie jemand aus dem Osten nicht überhaupt leisten, so Hausbau mitten in Speckgürtel? Muss man da mehr in der Tasche haben als Finderlohn für Pfandflaschen? Ach, hier Flügelproduktion. Na, haben Sie dazu was gebracht? Man, passen Sie auf mit die Verschalung. Morsch und Holz kann man doch nicht so doll belasten. Wie ist das nun mit Ihrer Frau? Kann man da mal ruf oder was? Von mir aus kann sie auch Port Hesley sein oder was sagen. Ist mir doch egal. Ernie hat das schon richtig gemacht. Immer ruf ist ruf. Bloß bei die Rolltreppe hätte er sich vorher überlegen sollen. Man hängt ja auch an so einen Hund. Und wenn der dann plötzlich weg ist, ist als wie wenn ein Lebewesen gestorben wäre. Gut, einfach raufkippen, immer jipp ihm. Jetzt noch die Erdnussflips drauf. Sehen Sie, halbe Stunde trocknen lassen. Fertig ist das Fundament. Können Sie Ihr Glashaus bauen.